Ich begrüße Sie zum zweiten Lernfilm. Auch dieser Lernfilm gehört zu einem Artikel, der im Swiss Print und Kommunikation erschienen ist. Der Titel Illustrator und die Macht der Symbole oder welcher Lerntipp sind Sie? Im ersten Film wurde gezeigt, wie man mit Symbolen arbeitet, was das überhaupt ist. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Details. Da ist es mir wichtig, dass Sie verstehen, was der Unterschied zwischen einem statischen und einem dynamischen Symbol ist. Und zum Schluss machen wir noch ein Praxisbeispiel anhand einer Karte. Ich wechsle in Illustrator und hier habe ich einfach zwei Flächen gemacht mit einem S für statisch und einem D für dynamisch. Das heißt, ich wähle diese beiden Sachen aus, das S und die Fläche, ziehe die in die Symbole und gebe dem einen neuen Namen. Wie gesagt, das S steht für statisch. Das muss ich da natürlich auch auswählen. Die Registrierung spielt das mal keine Rolle. Mit OK bestätigen. Dann das D mit der Fläche reinziehen. Dynamisch. Muss man richtig schreiben, dynamisch, und das lasse ich auf dynamisch. Mit OK bestätige ich das. Jetzt sehen Sie schon, das S hat kein Plus, weil es statisch ist, und das D hat ein Plus, weil es dynamisch ist. So, ich lösche die beiden Symbole wieder und ziehe das S mal rein. So, und jetzt brauche ich von dem ein paar Kopien. Wie gesagt, ich mache das am liebsten mit gedrückter Alt-Taste auf dem Mac oder mit gedrückter Option-Taste auf dem PC. Da kann man das runterziehen und dann mache ich zweimal Command-D. Da habe ich vier Varianten. Das gleiche mache ich jetzt mit dem dynamischen Symbol. Alt-Taste drücken, nach unten ziehen, zweimal Befehl und D. Das kommt jetzt nicht so drauf an, dass das wunderschön ausgerichtet ist. Beim ersten Symbol mache ich nichts, beim zweiten rotiere ich das Ganze, das dritte würde ich gerne ein bisschen verkleinern und das vierte verziehe ich einfach. So, jetzt könnte man das noch ein bisschen anordnen. Wie gesagt, das kommt nicht so drauf an, das ist nur ein Beispiel. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Das erste Symbol lasse ich, das zweite rotiere ich, das dritte verkleinere ich und das vierte verziehe ich. Auch das noch ein bisschen besser angeordnet. So, was passiert jetzt? Ich mache einen Doppelklick auf das statische, also das S-Symbol und sage dem, du wirst neu violett. Okay. Sobald ich hier einen Doppelklick mache oder hier oben auf den Pfeil klicke, ich mache es immer auf die graue Fläche, Doppelklicken, sind alle Flächen violett. Machen wir das gleiche mit dem dynamischen Doppelklick. Ich wähle das aus, mache das orange. Könnte zum Beispiel noch die Kontur wegnehmen. Könnte man auch noch machen. So. Fläche auswählen, Kontur ohne, ich gehe wieder auf die Fläche, dass die vorne ist, Doppelklick und überall hat es das gemacht. Also wir haben bis jetzt noch keinen Unterschied. Jetzt, wenn ich mit dem weißen Pfeil hier drauf klicke, kann ich nichts mehr erstellen. Also gehe ich wieder hier über dieses Symbol, ich ändere das ganz kurz. Machen wir das ein bisschen eine andere Form. Jede Form hat sich geändert. Gehen wir ins Dynamische. Machen wir da genau das gleiche. Form ein bisschen ändern. Das könnte ich auch noch verschieben. So. Auch da hat es das überall gemacht, also immer noch keinen Unterschied. Und jetzt kommt wirklich der Unterschied und den möchte ich jetzt zeigen.
Beim statischen Symbol können Sie nur immer über alle Symbole das ändern. Jetzt, wichtig, ich bin auf dem weißen Pfeil, ich klicke hier eine Fläche an und sage der zum Beispiel, du bist blau und der, sagen wir noch, die ist grün. Okay. Ich kann die einzelnen Symbole abändern, aber es sind immer noch Symbole. Wie meine ich das? Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache und sage, aus irgendeinem Grund möchte ich den jetzt hier oben, so, Doppelklick, wird trotzdem alles angewandt. Sie sehen, also mit den dynamischen Symbolen haben Sie extreme Möglichkeiten, wenn Sie sich das mal überlegen. Zum Teil ist es einfacher, Sie arbeiten mit statischen Symbolen, dann haben Sie alles im Griff. Hier können Sie schöne Gestaltungen machen, wenn Sie wissen, was Sie machen. Es ist ein unheimlich cooles Werkzeug oder eine coole Möglichkeit, mit diesen dynamischen Symbolen zu arbeiten. Probieren Sie es mal aus. Wie setze ich das jetzt in der Praxis um? Ich zeige das mal. Für das wechsle ich auf meinen Plan. Hier habe ich so einen Plan gemacht. Ich glaube, das sieht jeder. Das sollte eigentlich ein Stadtplan sein und da sind Parkhäuser eingezeichnet. Ich habe das schon gemacht. Sie sehen, mit dem Plus, also das Symbol ist dynamisch. Ich ziehe jetzt nochmals eines rein, weil der Kunde einen Wunsch hat. Gehe auf den schwarzen Pfeil, dass ich das da machen kann. Ich mache das größer. Es gibt noch ein neues Parkhaus. Ich gehe auf den weißen Pfeil und klicke das da an. Machen wir das da dunkelgrün. So, jetzt haben wir das neue Parkhaus. Das da wird ein bisschen nach da verschoben und hier kommt jetzt das neue Parkhaus hin. So, jetzt haben wir drei verschiedene Größen, drei verschiedene Farben und jetzt gibt es eine Korrektur. Mache ich das? Doppelklick, ich gehe hier hin, ich gehe nicht auf den Buchstaben, sondern darauf und jetzt sagt der Kunde, er möchte das viereckig. Und zum Beispiel möchte er noch einen anderen Font, nehmen wir mal ein Italic und verschieben den noch ein bisschen nach hier, dass das geht. Sie können natürlich auch die Größe anpassen, ich glaube, das ist logisch, bis es Ihnen gefällt. Doppelklick und überall wird das sofort ausgeführt in allen Sachen. Also ich habe verschiedene Größen, verschiedene Farben, aber die Grundform wird immer übernommen. Sie sehen, Sie haben extrem viele Möglichkeiten. Probieren Sie das Ganze mal in Ihrem nächsten Projekt aus und arbeiten Sie mal mit dynamischen Symbolen in Adobe Illustrator. Und jetzt noch zwei Tipps zum Schluss von mir. Überlegen Sie sich selber, was sind Sie für ein Lerntipp? Wie lernen Sie am einfachsten? Und natürlich umgekehrt, wenn ich irgendjemandem etwas zeigen muss, zum Beispiel meinem Lernenden, wie erkläre ich ihm das? Was ist er, also mein Gegenüber, für ein Lerntipp? Und ganz wichtig, je mehr ich zum Thema weiß, desto besser und gezielter kann ich natürlich lernen oder auch Lerninhalte vermitteln. Und ganz zum Schluss werden wir noch ein bisschen philosophisch. Eine chinesische Wahrheit, die ich aber sehr gut finde von Konfuzius, sag es mir und ich werde es vergessen, zeig es mir und ich werde es vielleicht behalten, lass es mich tun und ich werde es können. Mit dem möchte ich eigentlich diese beiden Filme beenden und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren mit Illustrator und den Symbolen.